Moin Moin, willkommen zurück zu World of Warships und bei SeaCrowds. Willkommen zu diesem Preview-Video, unser, ich glaube, erstes mit Webcam und allem drum und dran. Die britischen Schlachtschiffe kommen und zwar am 31. August. Richtig geil, ich freue mich unheimlich drauf. Vielleicht habt ihr es schon mitbekommen, wir als SeaCrowds werden ab dem 31. August dann ein British Diary machen und das heißt, dass wir quasi sämtliche Fahrten, die ich, weil ich der Streamer bin sozusagen, durchführe, werden wir dann bei YouTube online in Livestream, respektive dann auch auf Abruf für alle anderen, die nicht live dabei sein können, zeigen. Das bedeutet, jede Fahrt, die wir mit den britischen Schlachtschiffen machen, könnt ihr quasi verfolgen, ihr könnt teilhaben, ihr könnt mit uns schreiben, ihr könnt mit uns zusammenfahren, mit mir zusammenfahren, wir können uns über die britischen Schlachtschiffe unterhalten, wir können uns austauschen, wie jeder sie fährt, was für Vorteile, Nachteile sie haben und so weiter und so weiter. Ja, und das wurde quasi heute mehr oder weniger der Startschuss für gegeben, weil World of Warships nämlich heute veröffentlicht hat, dass sie am 31. August rauskommen werden. Total genial, ich bin jetzt schon richtig, richtig happy und glücklich darüber, dass sie kommen werden. Ihr könnt euch das auf der Seite dann in Ruhe alles angucken. Die Schiffe sind ja alle schon wohl bekannt. Was aber neben den britischen Schlachtschiffen halt auch noch kommen wird, und das ist das, was wir in den letzten Preview-Videos schon gezeigt haben, ist halt die neuen Effekte werden da sein. Das heißt, die neuen Torpedotreffer, die neuen Geschosseinschläge, neue Brände, und so weiter und so weiter. Das ganze Ambiente wurde enorm verbessert. Und das kommt hier alles jetzt quasi auf einmal mit den Briten zusammen. Also ein richtiges Mega-Update in dem Sinne, von der Optik und vom Content her. Wir sind da, wie gesagt, sehr, 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 sehr happy drüber. Uns wird das halt richtig gut gefallen, wenn ihr mit dabei wärt, mit uns mitfiebert, wie wir zusammen, vielleicht auch mit euch, wenn ihr zusammen mit uns fahren wollt und gerade alleine seid, schreibt uns einfach dann, wenn wir unseren Stream machen und dann könnt ihr auch in der Division mit uns zusammenfahren, wenn bei uns noch ein Platz frei ist. Ja, wir werden das auch regelmäßig durchtauschen. Also, das wird ja nicht nur ein Video bleiben, das ist ja ein Diary. Das heißt, optimalerweise, kommt natürlich auf euren Input auch so ein bisschen drauf an, wie ihr das gerne hättet, spielen wir das Schiff von Stufe 3 bis Stufe 10 komplett mit euch zusammen und das sichtbar bei YouTube und Twitch. Vielleicht werden wir dann später mal Facebook versuchen, einen Facebook-Stream zu machen. Wenn ihr nichts verpassen wollt, ist das Beste oder ist es euch ans Herz gelegt, abonniert YouTube oder Twitch, am besten beides, und abonniert die Facebook-Seite. Auf dieser Seite werden wir sämtliche Informationen veröffentlichen, wann wir streamen, ob es möglicherweise auch vielleicht mal was zu gewinnen gibt, ja, für euch als Zuschauer oder für euch als Mitfahrer, ja, und euch einfach über unseren Fortschritt weiter ja, auf dem Laufenden halten. Ich hoffe, dass für euch spannend ist, dass euch gefallen wird. Und ja, wenn dem nicht so ist, wenn ihr was habt, was ihr vielleicht anders machen würdet, wenn ihr Sachen verbessern würdet, seid einfach dabei und gebt uns konstruktives Feedback. Das ist immer erwünscht. Ja, und wir werden das einfach ja, gemeinsam hier in Angriff nehmen. Ja, und jetzt gucke ich mal, ob ich irgendwas vergessen habe zu sagen. Ja, jede Fahrt soll eigentlich nicht länger als eine Stunde dauern. Das ist so das Ziel. Und ja, zur Not machen wir dann halt drei oder vier Videos hintereinander, eine Stunde, die dann auch einfacher abrufbar sind für euch, die uns zugucken möchten und uns halt die Daumen drücken. Ne? Das soll schon gewesen sein. Wie gesagt, wir freuen uns über jeden, der mitmachen möchte, jeden, der uns folgt und auf den Weg bringt sozusagen bis zur Conqueror. Das ist quasi das Ziel. Target Conqueror British Battleships. Ab dem 31. August könnt ihr dabei sein bei uns hier auf dem SeaCrowds-Kanal. Ne? Viel Spaß, bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf eure Einschaltung. Bis dann, ciao.